Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei meinem brandneuen Format Schatz oder Schrott Game, in dem ich einfach kostenlose Games bis max, ich habe ja gesagt 10 Euro, aber ich will mich gar nicht so sehr auf die Summe festlegen, vielleicht auch bis zu 15 Euro, vielleicht kommt auch mal ein Game raus, wo ich sage, komm, kannst auch mal antesten, 19,99 €, ich weiß es nicht, aber so in den Spektrum, dass es bezahlbar ist, bis hin zu kostenlos, möchte ich gerne antesten, natürlich gerne in der Kategorie Dino. Ist natürlich schwer, es gibt nicht so viele, aber ich versuche mich da auf jeden Fall so durchzuwurschteln, was ich alles finde. Ansonsten natürlich auch noch viele andere Games werden hier folgen, nicht nur Dino Games, auch andere lustige Dinge und werde dann entscheiden, ob das ein Schatz- oder Schrottgame ist. Wer die erste Folge davon noch nicht gesehen hat, das war nämlich ein anderes Spiel zuvor, Major T-Rex, ich weiß es noch ganz genau. Ich werde nicht spoilern, wer die Folge gerne mal sehen will, Link ist in der Videobeschreibung von der Playlist, kannst du gerne mal reinschauen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch das Format freut, und ich auch natürlich sehen soll, dass es euch freut, lasst gerne ein Like da, ein kostenloses Abo und auch gerne einen Kommentar. Wenn ihr noch ein Spiel wisst, wo ihr sagt, Delta, schau dir das mal an, bewerte mal, wie du das Game findest. Gerne her damit, würde ich mich freuen. Hab auf jeden Fall schon ein paar Games und ihr seht auch die ganze Zeit hier schon ein paar Einblicke. Ich bin sehr gespannt. Das Game ist ausgeglichen. 39 Kommentare, also Bewertungen kann man schon sagen, ne, sind es ja auch, ist ja glaube ich eher beides, weil ich glaube, ohne einen Kommentar kann man keinen Daumen nach unten oder oben da lassen. Auf jeden Fall, das Game heißt Raptor Territory, bin ich sehr gespannt, kam raus am 30. November 2021 und ja, es waren jetzt ein paar empfohlene Sachen. Ne, habe aber allerdings dann direkt auch schon hier einen Kommentar gesehen, was ich auch schon bestätigen kann, weil ich einmal kurz reingegangen bin, um die Tonspur dann auf OBS zu spiegeln. Ich weiß nicht, wo die positiven Bewertungen herkommen, aber das Spiel ist auch in der Early grottenschlecht. Man kann nicht mal den Sound leiser machen. Kampfsystem, naja, bin gespannt, ob aus dem Game noch was wird. Ist da schon ein Spoiler? Wer tut der sich? Weil so von dem ersten Eindruck würde ich sagen, könnte cool sein, sieht cool aus. Grafisch würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber ich mache mir jetzt meinen eigenen Eindruck und wir gehen mal rein. So, auf jeden Fall war das Intro schon mal ein bisschen spektakulärer als bei Major T-Rex. Oh, jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wie teuer das Spiel war. Ich meine 79 Cent. Schade, habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Auf jeden Fall, das Game kostet aktuell 79 Cent, ist auch nicht im Angebot. Das kostet wirklich 79 Cent, also schlag zu, wenn es euch gefällt. Die Einstellung habe ich schon gemacht auf Max-Auflösung. Und ja, es gibt wirklich ein Menü. Das, was uns gefehlt hat, gibt's. Also in der letzten Folge hat uns ja ein Menü gefehlt. Hier gibt es wenigstens eins. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Was das Problem hier ist, ich höre zwei Lieder, glaube ich, gerade gleichzeitig. Hier stimmt was nicht. Man kann auch die Musik nicht leiser machen, das funktioniert alles nicht. Das ist schon mal ein Ding, wo ich sage, Minuspunkt. Grafisch muss ich sagen, sieht es schon mal vernünftig aus. Und ich werde nicht in den Singleplayer reingehen, natürlich gehe ich in den Multiplayer. Ich schaue mal an, was uns da jetzt erwartet, ob wir überhaupt was haben, weil vielleicht spielt das absolut keiner mehr. Was natürlich jetzt sehr, sehr bitter wäre. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich gerade bei Star Wars. Also diese Musik im Hintergrund, richtige Star Wars Musik. Ja, wenn ich Pech habe und ich, das ist noch irgend so ein berühmtes Lied von George Lucas, dann bin ich ja komplett ruiniert. Direkt kann ich das Video mit Tonspur löschen. Soll ich was sagen oder ist dir was? Ich gehe mal in den Singleplayer-Modus, weil ich glaube, wir haben ein kleines Problem mit Multiplayer. Also, wenn ihr alleine spielen wollt, ist das das beste Spiel. Es ist kein Multiplayer-Spiel mehr, wie ihr gesehen habt. Oh, Vulcano, New, das klingt doch mal sehr interessant. Team Deathmatch. Also ich denke mal, das TDM natürlich für Team Deathmatch, da kommt der Ego-Shooter in mir hoch. Kann nur Team Deathmatch sein. Wäre vielleicht mal so ein Spiel für die Community. Okay. Es ist sehr wild. Also, ich muss ja eins sagen. Also von der... Wie läufst du? Boah, das sieht aber auch schon... Die Animation, wie der läuft, schon sehr ähnlich von...
POT, also es ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Also da kann man jetzt mal, wenn man jetzt, ich muss ja auch beurteilen, sehr neutral. Ist ja nicht verkehrt, ne? Oh, Oliver. Aber es ist auf jeden Fall eine KI. Bisschen abgespaced, dass die auch leuchten. Das ist ein Vulkan. Was waren eigentlich die hier? Ah. Und was, was ist dann deren Mission? Wenn ich leuchte? Das ist auf jeden Fall KI hier. Okay, blau. Bin ich jetzt tot? Ne, ich will mal zum Oliver. Komm mal her, Oliver. Ah, okay. Wir haben mehr Leben. Ah, ich sehe es ja auch selber mir gerade. Ich bin getötet worden von der KI. Peinlich, aber ich sage euch eins, Kampf ist, es geht, ich sag mal so, es geht fluffig, also es verhält sich relativ in Ordnung. Also dafür, dass die Dinos so aussehen, ist die Map ziemlich räudig. Das muss ich ja schon sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier wirklich ein Boost ist. Ich gehe mal direkt so rein. Also ich denke, ich habe jetzt gerade einen Kill geholt. Okay. Komm mal her. Das war gut. Okay, man stirbt relativ schnell. Man hat das Gefühl, die KI weiß genau, in welche Richtung man geht. Ist jetzt mal... Was soll ich euch sagen? Komm mal. Quitmatch. Wir gehen mal hier raus. Jetzt ist die Frage... Komm, Frozen Pass ja mal was anderes. Nesting Grounds. Ah, komm, hier gibt es auch Nesten. Geh mal rein. Und ja, wir haben es gerade gehört, hier laufen zwei Lieder gleichzeitig. Oha, wilde, wilde Geschichte. Okay. Muss ich dich töten? Aber ich denke, dass... Nee. Muss ich jetzt eine bestimmte Farbe holen oder ist das egal? Was ist Sinn des Spiels? Okay, die Atmosphäre ist gerade cool. Von der Musik her. Also die Map sieht grafisch auf jeden Fall besser aus. Was ist zum Gelben? Ach, Ausdauer ist weg. Das Gelbe ist also unten links die Ausdauer. Und natürlich das Rote, das Leben. Elsa. Gehst du bitte von meinem Nest weg? Asa. Du auch. Verpisst euch. Elsa wird getötet. Sehr gut. Ah, das sind Fremde. Ah, das ist mein Team wahrscheinlich. Ah, okay, verstehe. Ah, du bist ein Feind. Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, hab getötet. Sehr, sehr gut. Ist ein wildes Spiel. Ich habe das Gefühl, die kleinen Mini-Dinos dienen dazu, dass man einen Boost auf jeden Fall hat, irgendeine Fähigkeit. Vielleicht mehr Leben, mehr Ausdauer. Mehr Schaden. Ich will jetzt ein Ei holen. Ich will jetzt mal wissen, was passiert. Aber ist ein wildes Spiel. Aber wie meine Bewertung danach ausschaut, das erst am Ende der Folge. So, jetzt schauen wir mal. Du willst mir nur Böses, ne? Okay, easy. Zerstör das Nest. Ah, okay, ich hab's zerstört. Okay. Kann ich nicht mehr. Auch getötet. Ich glaube, die machen mir gar keinen Schaden. Machst du mir Schaden? Ah, doch, doch, du machst mir Schaden. Ah, okay. Ich habe gedacht, weil der eine mir eben keinen Schaden gemacht hat, aber... Doch, die töten einen. Alles klar. Ist ein interessantes Unterfangen. Ich verstehe nicht so ganz, was das Spiel mir damit sagen will. Ich muss eins sagen, so eine Schneemap hier könnte Path of Titans auch mal gebrauchen.
Das würde ich jetzt sagen, ist schon mal cool. Ansonsten sieht der Raptor ja nicht verkehrt aus. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Ist ein Deinonychus, ne? Sieht zumindest so aus. Aber auch so ein bisschen lattenähnlich. Also wie so eine Fusion zwischen Deinonychus und Latten. Ja, diejenigen, die Pass of Titan spielen, wissen genau, was ich meine. Aber wir gehen auch mal hier wieder raus. Wir versuchen nochmal Multiplayer. Das kann ja nicht wahr sein, dass das nicht geklappt hat. Mit zwei Soundtracks ist kein Problem. Da kommt nichts. Da hat wirklich keiner spielt das. Also, aktuell ist das Game nur noch ein Estimation. Okay, wir haben ein bisschen Auswahl. Man kann leider den Dino nicht drehen. Schade. Ich muss aber sagen, das Rot hier sieht cool aus. Und es gibt dann nur ihn. Oh, er winkt. Sweet. Ja. Mit Vögel, Musik, alles ein bisschen übersteuert. Was hat man denn im Shop? Nee. Das ist eure Masche. Mit. Ihr wollt 5,61 € für ernsthaft, für auch Animation. Oh, der Skin sieht geil aus. Okay, warte mal. Jetzt mal Butter bei der Fische, ne? Wir halten mal eines fest. Ich denke so, ich denke, ihr wisst, wie mein Urteil sein wird, aber der Skin ist geil. Den fühle ich. Malu, wenn du die Folge hörst, wie findest du den Skin? Also, leider kann ich nicht hin und her scrollen, also ich kann nicht ihn von allen Seiten zeigen, aber der Skin hat was. Also, den fühle ich. Den könnte Pass of Titans gerne kopieren. Muss ich sagen. Der ist cool. Was haben wir denn noch so? Ah, der hält sich so ein bisschen... Kann man das dann sehen? Interessant. Warum sollte man das aber auch tun, ne? Das ist ein Panda? Das sieht auch interessant aus, ne? Ja, aber ansonsten... Nee, ich muss wirklich sagen... Oh, das sieht auch nice aus. Ist jetzt nicht so... Jetzt Lakut sagen würde, so ein Toffifee, aber die White Edition. Die Skins haben sie ja wenigstens... Ja, kann man machen. Ist nicht verkehrt, ne? Warte mal. Oh, ne, der sah auf dem Bild geiler aus als jetzt hier. Aber das sieht auch nice aus. Ich muss sagen, von den Skins her hätte ich auf jeden Fall schon ein bisschen Spaß. Böse. Fühl ich auch. Stark. Nice. Jetzt habe ich euch mal ein paar Skins gezeigt. Kannst du auch nichts sagen. Ja, ist gerade der hier. Den schon gezeigt. Was ist die Farbe? Nee, okay. Stark. Also ich weiß nicht, ich glaube... Wie sah der jetzt aus? Oh, sieht auch stabil aus. Aber ich würde sagen, nicht der, sondern... Der sieht cool aus, aber ich denke, mein Lieblingsskin... Ja, er ist eher hier, der ist schön bunt. Er ist cool, aber wohl, wenn ich das jetzt so betrachte, nicht eher hier, würde ich schon sagen, boah, der sieht stark aus. Das hat so was Avatar-mäßiges. Als ob man sich jetzt mit den Dino so connecten könnte. Ah, ist cool. Definitiv. Aber ich würde auch sagen, ich gebe jetzt mal meine atemberaubende, spektakuläre Meinung jetzt zu diesem Spiel ab. Nicht nur, dass ich jetzt zwei Soundtracks gleichzeitig höre, was mich hardcore triggert. Ich muss eins sagen, jetzt hier vom Menü her, schön gemacht, kannst du nichts sagen, sieht schön aus. Auch wenn die Musik jetzt besser abgestimmt wäre, wäre das bestimmt auch nice. Die Animation der Dinos, okay, kannst du auch nicht sagen, ist auch stabil. Die Skins... Muss ich sagen, stark. Man kann sie nicht individuell anpassen, aber stabile Skins. Definitiv. Jetzt knallt die Musik wieder rein. Multiplayer
gibt es aktuell nicht mehr. Es spielt einfach keiner. Das sagt schon sehr viel aus über das Spiel. Singleplayer. Ja, was willst du so ein Spiel als Singleplayer machen? Also, ich würde natürlich meinen Stempel leider abgeben und würde sagen, es ist Schrott. Tut mir leid, es ist von den Skins her, ist was bestimmt eine tolle Idee, wenn es noch weiter bearbeitet werden würde, aber ich habe gesehen, das letzte Update war wahrscheinlich 21, da wird nichts mehr kommen. Also das Spiel ist tot, 79 Cent, ich kann es euch nicht empfehlen, aber 79 Cent tun jetzt auch nicht weh, wenn ihr euch selber einen Eindruck machen wollt, aber holt es euch jetzt nicht unbedingt. Skins sind cool. Grafik kann man jetzt auch nicht meckern, also da gibt es schlimmere Spiele. Also da ist Potenzial, glaube ich, dahinter, was man hätte noch umsetzen können. Man hat leider aufgehört, aber wir kennen ja nicht die Hintergrundgeschichte, ob vielleicht das Geld gefehlt hat, sonstiges. Man weiß es ja nicht, ne? Die leben ja auch alle von jetzt nicht mega Budgets, ne? Deswegen wissen wir auch nicht die ganze Hintergrundgeschichte. Potenzial war da, leider nicht weiterentwickelt und deswegen leider ein Schrottgame mit vielleicht Potenzial. Wir wissen es nicht, werden wir auch wahrscheinlich nie erfahren und würde dann sagen, ich würde mich jetzt verabschieden. Hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr noch mehr so Spiele sehen wollt und wie gesagt, wie ich schon eben gesagt habe, wenn ihr selber ein Spiel habt, wo ihr sagt, Data, schau mal rein, ne, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.